Robin, kommst du einmal kurz zu mir? Kannst du das Geschenk? Komm mal ganz kurz zu mir. Robin, du hast ja ein bisschen bei uns gearbeitet dieses Jahr und du hast Boateng interviewt. Du warst in einem Friseursalon, du hast einen Kiosk geschmissen, du hast so viele tolle Sachen gemacht. Wir sind so ein bisschen wie Bros. Und du hebst ja auch nicht ab, du bleibst einfach immer Robin. Und das finde ich so sympathisch und so toll. Und du veränderst dich nicht über die Jahre. Wir kennen uns ja jetzt ein paar Jahre. Und das Team von Red war mal zu Besuch bei uns hier in Köln-Mühlheim und hat einen Dreh von uns, ne? Ja, weißt du, das Team von Red, die waren ja bei uns und haben einen Dreh, weißt du gar nicht mehr. Also da kam auf jeden Fall mal ein Kamerateam und hat den Robin und mich bei der Arbeit besucht. Und wie der Robin so wirklich hinter den Kulissen ist. Ach so, ja, genau das. Ja. Wie der Robin so wirklich hinter den Kulissen ist, wenn wir drehen, ne? Das schauen wir uns jetzt mal an. Das ist Robin, wie er wirklich ist. Robin. Er ist der neue, coole Shootingstar im Fernsehen und heute haben wir die exklusive Gelegenheit, mal hinter die Kulissen von Luke, Die Woche und ich schauen zu dürfen. Ein Tag am Set mit Robin, so nah dran war noch keiner. Ich liebe das Gummibärlied. Ich lieb's aber mehr als du. Ich lieb's doppelt so viel wie du. Doppelt so viel, klasse. 30 Minuten Pause für alle. Boah, was ist langweilig. Alle müssen ihre Bereiche rein. Für die Show, für mich, für den Zuschauer. Alle lieben Robin. Ich frag mich, wo du die Spielfreude immer hernimmst, Robin. High five. Und ich frag mich immer, wer diese Scheiße gucken soll. Mockcoach, überleg dir mal was anderes. Wasser. In der Zusammenarbeit auch ganz toll für mich, weil ich dann auch das innere Kind in mir dann nochmal zum Spielen rausschicken kann. Ist wirklich ein toller Junge. Kann ich auch ein Wasser bekommen, bitte? Und Robin, der hat auch eine eigene Garderobe hier vorne, immer ganz vorne. Und eigentlich macht er keine Interviews, aber wenn das Fernsehen schon mal da ist, da macht er sicher eine Ausnahme, oder? Können wir kurz mit dem, geht das mit dem Robin kurz ein Interview? Ich kenne Robin jetzt seit 4 Jahren und es ist halt total toll zu sehen, wie aus so einem süßen kleinen Jungen dann über die Jahre ein Riesen. Ist auf jeden Fall schön zu sehen. Robin, könnten wir vielleicht ein Interview fürs Fernsehen machen? Mockholz, Penner, was steht in meinem Scheißvertrag? Ja, klar, manchmal vergesse ich selber, dass Robin noch ein Kind ist, ne? Ich meine, der ist so authentisch, der hat diese klugen Gedanken und so eine entwaffnende Ehrlichkeit die ganze Zeit. Raus! Okay! Hausaufgaben und viel. Ja, Entschuldigung. Der hat 73.000 Instagram-Follower. Was? 93.000. 93.000 Instagram-Follower. Also dafür ist er wirklich sehr auf dem Boden geblieben. Er wollte rote Rosen. Rote. Robin geht mit der Zeit. In den sozialen Medien hat er sich zu einem der führenden Influencer entwickelt. Die Stars und Sternchen stehen bei ihm inzwischen Schlange für ein Selfie. Oh, guck mal, ich habe hier neue Sketche geschrieben mit dir und Lena. Sie hat genau, wie du es wolltest. Müll! Ach Mann, Robin! Ja, Kinder. Jetzt fahr doch nicht einfach weg, bitte. Robin! Robin, das ist doch doof jetzt. Bitte, jetzt, ich bitte dich. Scheiße, Mann! Über die Zukunft muss sich das Comedy-Talent keine Sorgen machen. Aktuell sind 3 Shows für ihn geplant. Neben Robin, Die Woche und ich und Robin, Das Jahr und ich folgt in spätestens 3 Jahren die Primetime-Show Robin, Die Pubertät und ich. Außerdem hat er sein eigenes Magazin. Die Robin erscheint im Gruner und Jahr Verlag. Da bleibt eigentlich nur eins zu sagen. And the Oscar goes to Robin. Für eine Sekunde hattest du mich. Ich dachte erst, der Robin ist wirklich. Aber das war natürlich Spaß. Wir haben da geschauspielert. Ne? Ja. Der Robin fährt eine viel dickere Karre. Weil du so viel bei uns gearbeitet hast und weil du so viel bei hier in all den Shows dabei warst, möchten wir dir noch eine Kleinigkeit schenken. Und zwar schicken wir dich mit deiner kompletten Familie für 3 Tage ins Disneyland Paris. Geil! Urlaubsguru schickt dich und deine komplette Familie ins Disneyland Paris. Warst du schon mal im Disneyland? Nee. Cool, oder? Ja! Ja!
Robin, du bist fantastisch. Das ist dein Applaus. Vielen Dank auch an unsere Kids. Und der Weihnachtsmann, der bringt jetzt die Kids einmal wieder raus aus dem Studio. Ja. Yeah. Kommt zu mir auf den Schlitten. Und gute Fahrt. Das könntest du nicht, oder? Das kann ich nicht. Ich könnte es auch nicht, aber ihr habt das wahnsinnig toll gemacht. Riesenapplaus für Break a Leg!